Es soll ein Seminar zum Anfassen sein, das Frau an der Universität in Bielefeld nun belegen kann. Einen gewissen Reiz hat das aus Sicht von Studentin Melanie schon. Ja, ist sehr verrückt, aber einfach auch um sich selbst zu entdecken. Und viele Frauen wissen vielleicht gar nicht so viel über sich. Die Teilnehmerinnen erwartete ein theoretischer und ein praktischer Teil. Der erste soll fröhlich, der zweite feuchtfröhlich werden, heißt es in dem Flyer zur Veranstaltung. Ausgebucht ist der Kurs schon seit längerem. Veranstaltet wird das Ganze nicht von der Uni, sondern von der Studentenvertretung ASTA. Über Sinn und Unsinn des Kurses ist nun ein Streit unter den Studentenvereinigungen entbrannt. Diese Veranstaltung ist für uns einfach sehr, sehr grenzwertig, wenn es darum geht, dass wir als Universität ernst genommen werden wollen. Und wir können überhaupt nicht verstehen, warum der ASTA das mit studentischen Mitteln finanziert, wenn dieses Seminar nicht für alle Studenten zugänglich ist. 250 Euro kostet der Kurs. Die nimmt sich die Studentenvertretung ASTA von den Studentenbeiträgen. Also den ASTA-Beitrag hätte man durchaus für sinnvollere Sachen benutzen können. Also ich finde nicht, dass sowas an der Uni angeboten werden muss. Das kann ja jeder für sich privat machen. Doch trotz aller Empörung sind der Unileitung die Hände gebunden. Da es sich um eine studentische Veranstaltung handle, habe die Universität keinen Einfluss auf den Inhalt.